So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Deponia. Ich habe mir überlegt, ich mache das jetzt so. Ich werde am Ende der Folge keine Abmodi machen und am Anfang der Folge keine Anmodi. Ich werde einfach durchgehend aufnehmen. Na? Machen wir einfach so. Na? Das ist auch gut, ne? Dann kann ich durchgehend aufnehmen und schnipsel das einfach nur noch hin. Teile, das ist dann gut. Dann müssen die ganze Zeit an Modi und ab Modi und bla bla bla. Ne? Also, machen wir weiter. Ne? Toni, hä? Sag's dir. Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey, Pfoten weg! Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh. Kann die auch was anderes sagen als oh, die Hausapotheke? Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Aha. Was war denn gleich? Wie war das gleich mit diesen Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Und? Nein, du bekommst sie nicht geschenkt. Tolle Geschenkgutscheine. Ja, sage ich aber auch. Wir gehen mal Ich wieder. muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Können wir irgendwas kramen? Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken, was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Na, können wir da was mitkrabbeln lassen? Mühle. Da ist ja nicht einmal mehr ein Krümel drin. Ich muss wohl meine eigenen Zutaten besorgen. Kurbel. Kam jetzt was raus? Nö. Noch mehr Kram, 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 Kram. Haken. Finger weg von meinen Sachen. Was denn? Ich stöber doch nur ein bisschen. Stöbern tun zahlende Kunden. Was du meinst, ist stören. Blöde Tuss. Mann. Toni. Wie war das gleich mit diesen Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Und du bekommst tolle Geschenkgutscheine. Coupons. Hey, stopp mal. Was genau hast du vor? Ich dachte, ich nehme mir ein paar von diesen Versandcoupons. Dann kann ich meinen Freunden überall auf Deponia offenbar Haken und Bleigewichte schicken, so wie das hier draufsteht. Okay, Punkt 1. Du hast keine Freunde. Du bist ein selbstverliebter Egoist, der sich einen Dreck um andere Menschen schert. Punkt 2. Was in aller Welt bringt dich auf die Idee, du könntest einfach irgendwelche Sachen aus meinem Laden mitnehmen? Du könntest es doch für mich anschreiben. Anschreiben? Anschreiben? Wovon, mein Freund? Willst du das denn jemals zurückzahlen? Oder hast du plötzlich einen Job, von dem ich nichts weiß? Nicht direkt, aber. Ist es denn nicht genug, dass ich dich noch immer bei mir wohnen lasse? Dass ich dich durchfüttere? Und zum Dank muss ich sogar noch den ganzen Müll entsorgen, den du täglich fabrizierst? Warum mache ich das eigentlich? Ich meine, warum mache ich das? Es ist ja nicht so, als wären wir noch. Oh Himmel, mein Blutdruck. Ich muss meditieren. Einatmen, ausatmen. Die Dame ist, glaube ich, leicht gereizt. Haken. Ah, Autsch! Ey! Aua! Guck mal! Ach, so eine kleine Wunde und doch so viel Genugtuung. Das heißt, warte mal, du kleine Ratte. Hast du etwa wieder versucht, Haken zu klauen?
Toni, bitte, ich verblute hier. Wenn auch nur die geringste Hoffnung bestünde, dass du jemals aus deinen Fehlern lernen könntest, würde ich sagen, mach doch. Aber leider hast du einmal zu oft bewiesen, dass du niemals dazu lernen wirst. Also hier, nimm den Apothekenschlüssel und verzieh dich aus meinem Laden. Boah. Wenn du nicht immer gleich so meckern würdest, würde ich vielleicht auch mal zuhören. Die Coupons, die holen wir uns wann anders. So, was haben wir? Haken. Haken. Toni trägt den Hausapothekenschlüssel stets bei sich. So bekommt sie immer mit, wenn ich mich verletze. Blöd. So. Haken. Jetzt brauchen wir nur noch irgendwie einen Stock oder sowas. Damit wir hier, ne? Ist ja Bescheid, ne? In die Gasse. Vor der Stadttor. Rathaus. Hörst du mal auf hier? Wir gehen mal in die Gasse. Gasse. Oh. Papagei. Netter Papagei. Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Alter. Hanek, wie sollte er nicht eigentlich die Rohrleitungen instand halten und Mülllawinen wegschaufeln? Fauler Sack. Hallo, hey. Hanek. Ach, hier, Rufus. Genau. Warum arbeitet ihr nicht? Warum arbeitet ihr nicht? Du meinst, so wie du? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum! Hey, ich habe ordentlich zu tun. Ich bin schon den ganzen Tag am Rumrennen. Sachen erledigen und besorgen und so. Na, dann besorg uns doch mal neue Magneten für den Sprengplan. Dann können wir nämlich auch weiterarbeiten. Ach echt? Ich bin kein Egoist. Vor allem hier ist der Sprengtrupp in die Minen und da ist eine Bar oder sowas. Wie genau funktioniert das? Wie genau funktioniert das mit dem Sprengplan? Oh, das ist eine spannende Sache. Das bezweifle ich. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Und dann kommt der spannende Teil? Nein. Eigentlich war es das dann. Ah, wusste ich's doch. Was treibt ihr da unten eigentlich? Na, was wohl? Wir sind Müllsucher. Wir suchen nach nützlichem Schrott. Aber meistens ist Schrott eben nur Schrott. Also, nutzlos. Ich habe zum Beispiel eine ganze Sammlung von Autoschlüsseln, die zu längst verwrackten Autos gehören. Auto! Wir haben doch ein Auto am... Mettendette. Wir haben doch ein Auto am Anfang gehabt. Da am Stadttor da vorne. Oh. Aha. Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Weiß nicht. Wie war noch gleich dein Name? Wir heißen auf jeden Fall Wenzel. Mal nachdenken. Wenzel? Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Ich heiße auf jeden Fall Toni. Toni. Mal nachdenken. Toni? Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Dammit. Ich bin Rufus. Rufus. Mal nachdenken. Rufus. Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Verdammt. Vergiss es. Schon geschehen. Noch was? Ja. Papagei. Ist das da drüben dein Papagei? Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papagei. Verstehe. Ja, haben wir ja schon gehört. Hast du...
Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Ja, aber das interessiert mich nicht. Ich habe schon eine Frau, die ich in den Stollen schicken kann. Und für zwei Frauen ist es da unten zu eng. Ach ja, L'amour. Warum sind die alle immer so blöd zu Frauen, weißt? Die Frauen da unten im Stollen und der Faulenzer, ne? Also, ich bin da mal weg, ne? Bis bald. Tschö. Rufus. Genau. Immer noch. Notfallstation. Notfallstation. Die Notfallstation macht Mittag? Na toll. Und was, wenn es einen Notfall gibt? Mein nuklearbetriebener Satellit könnte auf Kuvak stürzen. Oder die Grizzlies sich aus meinen Laufrädern befreien. Denkt denn niemand mit? Nee. Ich glaube, da bin ich nicht so picht darauf, was denn hier passiert. Sprengplan. Das ist eine Karte der... Ja. Das ist eine Karte der... Ich frag besser. Sprengplan. Können wir damit irgendwas machen? Na, wir brauchen erst Magneten. Lonzos Kneipe. Wir schauen erst mal ganz kurz nach dem Auto. Ja. Geh hin! Auto! Wir haben doch ein... Schwammer, wird das nicht nass, oder? Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch Dingens hier. Lust und Seife. Seife, blöd. Manu. Vielleicht hat ja... Na, zieh mal dran. Wir müssen irgendwie rein. Vielleicht auf Zentrum. Krieg einen Magneten her. Geh mal zum Wenzel. Hallo Wenzel, ich gehe einfach mal durch, ne? So. Kaminofen. Mann, ich dachte, er hätte vielleicht irgendwo Seife oder sowas. Mann, du. Ein Seife. Na denn. Haben wir im Keller noch irgendwas? Glaub nicht, ne? Nee. Nur ein Rohr. Können wir haken. Oh. Die Sache hat schon einen Haken. Sie braucht nicht noch einen. Manu. Keine Ahnung, was wir jetzt noch machen können. Geh mal nochmal zum Rathaus. Ach, wir können da durchgehen. Das ist ja wunderbar. Goal, ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt, Dr. Gizmo, wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten. Aber mach es kurz. Was? Genug Tagträume für heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen.
Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein, offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten springt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha! Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Na, das war doch immerhin was, ne? Cool. Wie friedlich sie schläft. Da hilft nur extra starker Kaffee. Kaffee, wir brauchen also Kaffee. Hey, Goal. Goal, aufwachen. Sie schläft tief und fest. Ausgezeichnete Diagnose, Herr Doktor. Tja, ich kenne mich halt aus mit Schlaf. Ja, ne? Gizmo. Gizmo ist Arzt, Polizist und Feuerwehrmann in einem. An meinen besten Tagen wechselt er im Sekundentakt. Na dann. Türknopf. Bah. Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind und warum auf einigen mein Gesicht drauf ist. Oh.